ein deutscher Weihnachtsklassiker, Klingglöckchen. Beschrieben wurde es von Karl Enzlin, 1854, wenn ich mich nicht täusche. Und woher die Melodie stammt, ist umstritten, deswegen kann ich euch hierzu nichts sagen. Karl Enzlin hatte es geschrieben und da hieß das Lied, oder beziehungsweise da war wahrscheinlich noch ein Gedicht, da hieß es Christkindchens Einlass. Lest euch den Text durch, dann wird auch, ja, dann wird auch bewusst, warum. Nun heißt es Klingglöckchen und ja, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen direkt ins Lied, es gibt keine fancy Infos. Ich zeige es euch in C-Dur. Klingend mit dem Tenorsaxophon ist es B-Dur oder B-Flat-Dur, je nachdem, wer hier gerade zuhört. Und wir starten nicht auf einem fancy Auftakt oder sonst irgendwas. Wir starten auf der 1. Was ich euch noch erzählen möchte, ich blende euch zu den ganzen Noten, zu dieser Notenlinie, Akkorde oben drüber ein, rot und schwarz. Wenn ihr mit einem B-Flat-Instrument, also Tenorsaxophon, B-Flat-Klarinette oder B-Flat-Trompete spielt, also diese Melodielinie, dann lasst ihr euch begleiten von den schwarzen Akkorden. Also wenn euch eine Gitarre begleitet, Mama, Papa, wer auch immer, dann die schwarzen. Wenn ihr mit einem Klavier spielt, diese Melodielinie, und euch selber begleitet, oder mit einer Violine oder mit einer Blockflöte, also ihr drückt ein C und es kommt ein C, ne? Also ein C-klingend Instrument, dann müsst ihr zwingend die roten Akkorde euch begleiten lassen. Ne? Auf dem Klavier euch selbst begleiten mit den roten Akkorden oder euch eine Gitarre, einen Gitarristen besorgen, der euch begleitet mit den roten Akkorden. Ne? Also da müsst ihr aufpassen. Wer was über das Transponieren lernen möchte, hier in der Infokarte, da erkläre ich, wie es geht und was es überhaupt ist. Das ist wichtig für den angehenden Musiker, der mit anderen Leuten zusammenspielen möchte, sollte das schon mal gehört haben. Gut, wir gehen mal direkt ins Lied und ich spiele es euch einfach langsam vor, spielt es mit oder spielt es nach, wie auch immer. Es ist nicht schwer. Es gibt auch nicht sonderlich viel, bis auf eine Stelle, wo man aufpassen muss. Aber das kriegen wir schon hin. Okay, wir starten. Ich spiele es langsam. Ja, das ist die Melodie, die jeder direkt im Kopf hat, wenn er an Klingglöckchen denkt. Ne? Was soll ich dazu sagen? Es ist relativ simpel. Wir gehen einfach direkt in den nächsten Part. Auch einfach. Auch einfach, achtet nur auf die Pausen. Also wenn ihr straight spielen wollt, dann auf die Pausen achten. Gut, jetzt gehen wir in den nächsten Takt und da müsst ihr aufpassen. Ihr spielt ein Fis anstelle des Fs, was in C-Dur ja eigentlich vorkommt. Und ich spiele es euch mal vor. Ne? Also nochmal langsam, wir spielen D, D, E, Fis. Ne? Nach dem Fis kommt ein G. So, jetzt spiele ich euch das Ganze mal mit dem F vor, wie es dann klingen würde, anstelle des Fis. Na, ihr hört, irgendwas ist da falsch. Ja, und das hört sich nicht gut an. Okay. Wir gehen dann straight in den nächsten Part und da müsst ihr wieder aufpassen, dass ihr einen Fis spielt. Ja, ich spiele es mit dem F. Hört sich direkt so dumpf an, ne? Und das klingt auch nicht gut. So, wir nehmen den nächsten Part. Das ist das gleiche wie am Anfang und ich denke, das solltet ihr hinkriegen. Wenn ihr das spielt, ihr habt drei Verse, beziehungsweise das sind ja Refrains, wie auch immer, es ist immer das gleiche. Ihr spielt das in Schleife. Dann würde ich es beim ersten Mal tief spielen, so wie ich es gemacht habe, und beim zweiten Mal oder beim dritten Mal dann hoch. Ne? Ich spiele es euch mal vor. Thank you.
Ja, ihr habt es gemerkt, ich habe ein paar Pausen weggelassen. Das mache ich aber gerne, weil ich finde, wenn man nichts als Begleitung hat, ist eine Pause auch manchmal doof. Aber das muss jeder selber wissen. Spielt, wie ihr es möchtet. Und ja, künstlerische Freiheit und so. Gut, bei Fragen, Sorgen, Nöten, Anträgen einfach an meine E-Mail-Adresse oder unter das Video oder wie auch immer. Ich bin der Patty, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, Adios, Goodbye, bis zum nächsten Mal.